Das ist ehrlich gesagt, abgesehen davon, weil ich meine, es wird ja viel über die Bugs in dem Spiel geredet, und abgesehen davon, dass das Spiel bei mir öfter abstürzt, ist der einzige nervige Bug, auf den ich persönlich gestoßen bin in meinen mittlerweile doch 30 Stunden oder so, dass man manche Items nicht aufheben kann. Aber sonst hatte ich anscheinend, wenn man so liest, was es da an Bugs gibt, wirklich Glück. Die, die, die. Das sieht nicht gut aus. Halt! Okay. William Hare, der hat einen Namen. Das ist kein gutes Zeichen. Aber Vorsicht mit dem Anzug. Ups. Warte mal, ich hätte mit dem reden können, ne? Ich habe schon wieder losgeschossen. Ich meine, es passt zu meinem Charakter, aber in dem Fall lade ich mal nochmal neu. Ich wollte ja meinen Charakter so ein bisschen zu einem schießwütigen Irren machen. Aber gut. Meine Street Cred ist 30 und mein Level gerade mal 18. Wie ist es denn bei mir? Ich habe gar nicht aufgepasst. Ich wüsste es gar nicht, ehrlich gesagt, bei meinem Singleplayer-Charakter. Aber ich finde, vielleicht liegt es auch wirklich an meiner Spielart, aber ich finde, das Spiel wird ziemlich schnell ein bisschen zu leicht. Dann darf man, finde ich, ruhig den Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochdrehen. Aber vielleicht liegt es auch wirklich einfach dran, wie man den Charakter geskillt hat. Okay, jetzt ganz ruhig. Ganz ruhig. Halt! Ja, okay. Aber Vorsicht mit dem Abzug. Wie hast du mich gefunden? Ist ein Auftrag von einem Fixer. Nichts Persönliches. Gib mir die geklauten Meds und ich bin weg. Geklaut? Das Baloperidol wirkt nicht. Also, wer klaut hier von wem? Wer? Ripper Dogs. Die sind die Verbrecher. Baloperidol? Für Cyberpsychose? Ich bin nicht irre, verdammt! Ganz ruhig. Klappe! Geh weg! Wenn sie bei dir eh nicht wirken, gib sie doch einfach mir. Du bist so wie die! Ripper, Politiker! Genau wie dieses Arschloch Haut! Mir fallen da schon Unterschiede ein. Schnauze! Der Bastard hat von der Forschung gestohlen! Dem sind die Kranken scheißegal! Aber bald finde ich ihn. Mein Kalt. Ah, wenn ich jetzt stärker wäre, könnte ich das hier sagen. Keine aber gut. Bewegung, verdammt. Okay. Schneller, komm schon. Ein toter Politiker ändert überhaupt nichts. Doch! Diese glatzzüngigen Teufel werden es danach nicht wagen, ihr Volk noch einmal zu betrügen. Schluss damit. Mir reicht's. Die können uns nicht so behandeln. Die dürfen uns nicht mehr benutzen. Es ist Wahlkampfsaison. Der Erste, der nach Holz tot die Antipsychoschiene fährt, gewinnt die Wahl. Nein. Nein, das ist nicht wahr. Die Leute werden das verstehen. Das System wird zerfallen. Die werden dich jagen. Dich und alle von deiner Sorte. Cyberpsychoterrorist auf der einen Seite, medienreitende Politiker auf der anderen. Wer wird da wohl gewinnen? Geh. Geh. Du weißt, ich kann nicht ohne die Mets. Da drüben. Ich will allein sein. Ja, das hat gut funktioniert. Wo sind die? Ah. Na schau, ist doch nochmal alles gut gegangen. Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich hier ein bisschen in deinen persönlichen Daten rumstöber. Aber es ist immerhin ein Rollenspiel und so, ne? Ich hatte auf meiner normalen PS4 einen Absturz in 30 Stunden. Naja, das ist schon cool. Also kann zumindest aus meiner Sicht das Gamer nicht verstehen. Meine Erfahrung mit dem Spiel ist auch sehr positiv, aber bei mir stürzt das Spiel leider schon alle paar Stunden mal ab. Und das ist nervig. Oh, und wisst ihr, was das Allernervigste ist? Nach diesen Abstürzen werden ab und zu meine Optionen zurückgesetzt. Dann muss ich quasi meinen Sound wieder neu einstellen, meine ganzen Optionen halt wieder neu einstellen. Das nervt, aber mein Gott, eben, das sind so Sachen, ein paar nervige Bugs, aber es gibt anscheinend auch wirklich so Gamebreaker, es gibt anscheinend auch wirklich so Bugs, mit denen kann man dann die Story nicht mehr fortführen und sowas. Und da ist natürlich dann der Spaß vorbei.
Aber zum Glück bin ich wirklich von allen groben Bugs bis jetzt komplett verschont worden. Bezahl oder dein Kopf explodiert. Nightmare. Das ist eine Spam-Mail. Die habe ich schon oft gelesen. Hey Kumpel, heute ist dein Pechtag. Du fragst dich bestimmt, wer ich bin. Tja, ich bin ein Voodoo-Boy. Hast sicher von uns gehört. Weißt du noch, als du das letzte Mal im Net warst? Ja, ich auch. Ich habe deinen Corpo-Prozessor gehackt und eine kleine Überraschung für dich installiert. Also mach besser, was ich dir sage, sonst macht's Rumps in deiner Birne. Ich denke, 1000 Euro Dollar sind eine gute Summe, um deinen Kopf an Ort und Stelle zu halten. Wenn du zahlst, deinstalliere ich meine Überraschung. Wenn nicht, jage ich deinen Kopf in die Luft. Aber vorher den von der Person, die du am meisten liebst. Wenn du das NCPD rufst, jage ich deinen Kopf zweimal hoch. Du hast 2 Tage zum Bezahlen. Ich weiß, dass du das liest, weil ich eine Spionagekamera in deiner Optik eingebaut habe. Wir haben das hier gerade gemeinsam gelesen. Der Preis ist nicht verhandelbar, Kumpel. Also antworte gar nicht erst. Bezahl einfach und du wirst überleben. Ja, genau. Okay. Treffen Liam Taylor an den Kerl, mit dem wir gerade geredet haben. Bill, weißt du, dass unser letztes Treffen schon 2 Monate her ist? Alle fragen nach dir. Kommst du Donnerstag um 7 und redest mit Mike und Sarah? Oder setz dich wenigstens dazu und hörst zu? Denk dran, PTBS ist nichts, weswegen du dich schämen musst. Wir haben das alle durch, wir kennen deinen Schmerz. Ich will dich nicht unter Druck setzen. Wenn dir diesen Donnerstag nicht passt, verstehe ich das. Aber versuch wenigstens wieder in die Routine reinzukommen, okay? Und wenn du erstmal nur mit mir reden willst, ist das auch okay. Du hast ja meine Nummer. Ich würde dich gern wiedersehen. Die Antwort von unserem William Herr: Nein, Liam. Ich habe genug von eurem Verständnis und all dem tröstlichen Schulterklopfen und von eurem Selbstmitleid. Reden bringt überhaupt nichts. Taten aber schon. Antwort: Mach keine Dummheiten, okay? Wo wohnst du denn jetzt? Ich könnte vorbeikommen und wir könnten über deine Gefühle sprechen. Bill, wo bist du? Tja, gut, dass ich hier war. Stimmt? Also, soweit ich das sehe, gibt Cyberpsychose in dem Sinn quasi gar nicht, ne? Also nicht im Sinne von, man baut sich Implantate ein und dann dreht man durch. Sondern im Endeffekt ist es einfach nur... Oh! Shit. Eine ganz normale Psychose, die einfach nur aufgrund des Lebens, das die Leute hier in dieser Welt führen, auftritt. Implantate hin oder her. Ja, ich glaube, der hat sich umgebracht. Dann nehme ich mal seine Waffe mit. Ich hoffe, er hat nichts dagegen. Sorry. Naja, bringen wir die Medikamente zu unserem Auftraggeber. Deswegen sind wir hier. Wo ist mein Auto eigentlich? Ich bin doch extra... Ah, da hinten parkt das Sportauto noch. Es ist nicht weggespawnt. Das passiert manchmal bei Autos, die nicht wirklich einem selbst gehören, die man nur geklaut hat. Aber in dem Fall können wir es noch weiter benutzen. Gut gemacht. Komm schon. Und das ist eine gute Abkürzung. Entschuldigung. Okay.
Ich bin auch einmal, ich meine, das ist aber, ne, ich hatte halt eher immer witzige Bugs oder so. Ich bin einmal mit einem kleinen Auto unter ein großes Auto gefahren und dann hat mich das quasi nach unten durch den Boden durchgedrückt und ich bin mit dem Auto in der Straße drin gesteckt. Konnte auch nicht mehr aussteigen, was ein bisschen blöd war. Aber letztendlich hat dann doch wieder alles funktioniert und ich bin wieder rausgeglitscht. Aber so Bugs hatte ich halt eher und die sind halt eigentlich echt nicht schlimm. Für mich. Also eben, meine Erfahrung ist echt nur positiv. Bis jetzt. Verkaufen wir mal ein bisschen was. Wir haben so viel Waffen. Unser Inventar, wir sind eh fast überladen. Weg mit dem ganzen weißen Zeug hier, das eh keiner braucht. Und, wenn wir schon dabei sind, verkaufen wir, glaube ich, auch gleich unsere Nahrungsmittel. Weil, ehrlich gesagt, machen die, meiner, für mich zumindest, überhaupt keinen Sinn in dem Spiel, die Nahrungsmittel. Die haben irgendwie so kleine, doofe Bonis. Ich weiß nicht, da muss man vielleicht auf einem sehr hohen Schwierigkeitsgrad spielen, dass die Sinn machen. Ich meine, das ist sogar, was soll denn das? Verringert Bewegungstempo, verringert Treffsicherheit. Ist das irgendwie ein Scherz? Ich meine, das ist wahrscheinlich Alkohol und so, das ist lustig. Aber warum? Warum? Und auch verleiht irgendwie... Na, es sind halt so winzige Bonis, wenn überhaupt. Macht für mich alles nicht wirklich Sinn. Ich bin da nicht so der Min-Maxer, deswegen. Aber verkaufen kann man es gut. Kleinvieh macht auch Mist. Ich habe da irgendwann mit meinem Privatcharakter mal... Wusste ich nicht mehr genau, warum ich eigentlich die ganze Zeit überladen bin. Und dann habe ich mir gedacht, ach ja, genau, diese ganzen vielen Getränke und Zeugs, das mir immer aufhebt. Ich hatte da Millionen davon. Und dann habe ich mal alles verkauft. Das hat, glaube ich, ungefähr eine Viertelstunde gedauert. Wirklich ungefähr. Und dann war ich reich. True Story. So, verkaufen wir noch unseren ganzen Chunk. Sehr gut. Jetzt haben wir eh ganz gut Geld eigentlich für den Anfang. Ach ja, das macht gerade irgendwie Spaß, finde ich. Oder machen wir noch ein paar Nebenmissionen auf dem Weg zur Hauptmission? Ich weiche jetzt nicht großartig ab, aber... Danke, Vi. War sicher nicht einfach, aber du hast das perfekt erledigt. Auftrag beendet. Ich weiche jetzt nicht zu sehr von unserer Hauptroute ab, aber was so auf dem Weg liegt, das nehmen wir mit. Ich sollte öfter die normale Bremse benutzen. Kommt mal besser in Kurven. Aber Handbremse macht halt Spaß. Ach, da steht mein Auto noch. Witzig. Hier waren wir vorher anscheinend schon. Sind das schon meine Ziele? Nee, wer sind denn die dann? Veteranwache. Aber von was eine Wache? Keine Ahnung. Yotaro Shobo. Ein echter Psycho. Nimmt sich dabei auf, wie er Joy Toys foltert und verkauft die BDs dann an gleichgesinnte Hurensöhne. Die Mocs haben ihn endlich aufgespürt. Und du kannst dem Drecksack jetzt ein wohlverdientes Ende bereiten und dabei noch was verdienen. Mehr Infos über dieses Stück Scheiße anbei. Ich weiß gar nicht, ob ich da mehr Infos haben will oder brauche. Willst du der Menschheit einen Gefallen tun und auch noch Spaß dabei haben? Dann kümmere dich um Yotaro Shobo. Der Typ ist eine perverse Sau, die ihresgleichen sucht. Das Sadistenschwein gehört zu den Tiger Claws und dreht gerne XBDs. Vielleicht übertreibt er es manchmal bloß. Vielleicht geht ihm einfach von der Schreierei seiner Opfer einer ab. Ich tippe auf Letzteres. Aber sein Konto
gehen aktuell mindestens 17 Morde. Aber Recht und Ordnung hinkt wie immer hinterher, wenn es um tote und vermisste Choi-Toys geht. Die Max lassen sich das nicht mehr gefallen. Ein paar Mox-Netrunner haben Yotaros Studio aufgespürt. Im Ho-Oh, einem kleinen Club in Kabuki. Die Mox könnten sich dort nicht blicken lassen. Deshalb brauchen sie dich. Finde den Wichser und so weiter und so fort. Machen wir. Aber erstmal schaue ich, ob ich hier ein bisschen was hacken kann. Oh, ich glaube, ich wurde schon entdeckt. Was? Ich mache doch gar nichts. Naja, der Kampf geht schon los. Warte, ich bin noch nicht bereit. Okay. Das war lustig, finde ich. Ich werde ihn vernichten. Warte, Zivilist. Oh, das war knapp. Beinahe hätte ich die umgebracht. Das hätte ich nicht gewollt. Kann er nicht schaden. Schauen wir mal. Die Waffen sind schon mächtig, ne? Hacken wir uns mal bei denen rein. Die anderen sind scheinbar im oberen Stockwerk eher. Wollen wir mal schauen. Ah, okay. Da schwebt eine Waffe. Cool. Oh, Hilfe! Wo kommst du denn her? Ich mag Schrotflinten. Sowieso. Und die sogar noch mehr. In dem Spiel hier. Mein Gott, du gehst mir auf die Nerven. Der will einfach nicht sterben. Ja, looten können wir auf dem Rückweg.
Jetzt komm schon. Meine Nahkampfangriffe sind nicht sehr effektiv. Da ist er doch, oder? Nee. Oder doch? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war unser Ziel. Ja, genau. Wir könnten jetzt theoretisch gehen, aber... wenn wir jetzt schon hier sind, oder? Nein, jetzt haben sie mich doch noch erwischt. Ich habe nicht auf meine Energie geachtet. Da war irgendeiner hinter uns. Nein. Ja, ich habe auch mit meinem anderen Charakter habe ich jetzt auch ein bisschen Katana-Messerkampf geskillt. Sind halt doch noch ein ziemlich niedrigleveliger Klein-Ganove hier. Ah, oh, schade. Dabei hätten wir die Mission schon erledigt gehabt. Nein! Oh. Ja gut. Nochmal rein, kurz im Prozess. Ich meine, schon allein wegen der Story hinter dem Charakter kann ich das jetzt nicht einfach... Bei jeder anderen Mission hätte ich jetzt gesagt, naja, passt schon, ist egal, machen wir was anderes. Aber nicht mit der Backstory. Ups, ups, ich fahr schon wieder. Ich habe ihn nur ein bisschen verfahren. Dreht nicht gleich durch. Ah, oh, die drehen durch. Naja, macht nichts. Los geht's. Hallo. Komm schon. Na, schauen wir mal. Da ist irgendwas Schweres. Schwere Geschütze. Leider nicht ausschalten.
Ah, weil ich nicht genug Speicherkapazität habe. Ist das eine magnetisch beschleunigte Schrotflinte? Wahrscheinlich. Sieht so aus, oder? Die wird nur als Powerwaffe bezeichnet. Eine genauere Erklärung habe ich dafür nicht gefunden. Aber wenn ich die auflade, kann ich damit eben durch Wände schießen. Also irgendwie sowas wird sein. Oh, ich dachte, da ist einer. Oh, da ist auch einer. Mein Nahkampfschaden ist so nutzlos. So. Komm her, du Arsch. Wegen dir bin ich hier. Stell dich nicht so an. Das ist schon auch schön gemacht, ne? Mit diesen glühenden Löchern. Und man sieht auch wirklich die Einschusslöcher so durch die Objekte. Schöner ist es, es gibt manche Umgebungen, die können relativ schön zerstört werden. Dann ist es nochmal schöner auch. So, ich muss aufpassen. Hier sind wir beim letzten Mal irgendwie gestorben, ne? Nicht, dass hier irgendwie ein super krasser, super starker Gegner ist. Ach so, da stand gerade, ich kann nicht speichern, oder? Während des Kampfes. Na, das ist schlecht. Der ist irgendwie unten. Der ist noch im unteren Stockwerk. Den habe ich wohl übersehen. Den gehen wir doch schnell holen, damit wir in Ruhe plündern können. Irgendwo hier jetzt, oder? Nee, noch weiter unten. Oh Mann, ey. So, ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Ich bin immer noch im Kampf. Die Musik müsste gleich aufhören. Keine Ahnung. Jetzt wird geplündert und gehackt. So viel geht. Ich meine, erledigt haben wir den Sadisten Arschpenner eh schon. Aber klauen wir ihm auch noch so viel Kohle wie möglich, würde ich sagen. Wer weiß, in welche Hände das sonst fließen würde. Die machen bestimmt nur Unfug damit. Anscheinend waren das noch nicht alle. Oh! Ganz und gar nicht. Au, im Gegenteil. Hier sind noch voll viele. Ich bin gerade voll umzingelt. Schnell, schnell, schnell. Heilen. Oh oh, zwei Powerschrotflinten im direkten Nahkampf gegeneinander. Meine war scheinbar besser. Nee, ihre hat mehr Schaden gehabt. Na dann. Dankeschön. Aber die Kampfmusik ist immer noch nicht vorbei.
Ganz schöne Party hier, Mensch. Ganz schöne Gegnerparty am Start. Die sind gekommen, weil irgendwo Kameras ausgelöst sind. Ach, beschwören Kamera die wirklich oder rufen die nur aus der Nähe herbei? Das kenne ich eben wirklich, wie gesagt, gar nicht wirklich, weil ich im Grunde alle Kameras immer natürlich weghacke mit dem anderen Charakter. Das sind immer ganz schnell meine Kameras. Deswegen weiß ich das gar nicht. Maids of Satan. Sieht aus wie eine Porno-Version von Doom oder so. Interessant. Höchst interessant. Aschenbecher, nein, ich kann ihn nicht mitnehmen. Das meine ich, das ist der am häufigst auftretende Bug bei mir und der nervt mich. Warum kann ich den nicht mitnehmen? Würde ich gern. Hier kann man so viel hacken, ey. Wir werden reich. Das ist voll gut. Können wir so viel Kohle abzwacken überall ein bisschen. Das ist jetzt ungünstig. Ah, das ist gut. Immerhin. Ich suche eigentlich gerade vor allem den Raum nochmal, wo wir den Boss hier quasi gekillt haben. Weil der vielleicht noch irgendwie coolen Loot für uns hat und dann würde ich eh abhauen. Ah, schade. Da sind meine Tech-Kenntnisse nicht hoch genug, um mich da einzuhacken. Da, warum nicht? Den habe ich eh geplündert, anscheinend. Na dann. Nehmen wir den nächstbesten Ausgang. Mal schauen, ob wir uns wieder nach unten durchkämpfen müssen. Oder ob wir auch hier oben rauskommen. Ja, gehen wir unten raus. Okay.
Vorausgesetzt, ich finde jemals wieder raus. Ich mache mir mal schnell eine andere Markierung. Nee, hilft auch nichts. Schade. Ich hätte gehofft, dann kriegen wir Pünktchen angezeigt. Aber das kriegen wir schon hin. Muss mich nur hier in diesen gigantischen Club orientieren, der einfach kein Ende nimmt. Braindance, verfügbare Titel. Body Horror 12. Das erste und letzte Mal. Entfesselte Anachophobie. My Big Fat Chromy Body. Willkommen in der Hölle 2. Lebendig verrottet. Und Golden Shot 4. Klingt lustig. Hahaha. Hallo, Animiperium. Keine Lust mehr, Riesenroboter zu bekämpfen. Wer bekämpft den Riesenroboter? Oder hat es denn? Warte mal, ist da noch ein Gegner? Da wurde mir gerade was angezeigt. Du bist doch gar kein Gegner, oder? Du bist der Barkeeper hier. Nee, komm. Der kann wahrscheinlich nichts dafür. Fallen Crusader! Hi! Und danke fürs Abonnieren! Freut mich, dass du da bist. Hallöchen. Oh, warte mal. Ah, ne. Ich dachte, da war gerade noch Loot. Habe ich mir vielleicht eingebildet. Ich finde hier nie wieder raus. Gefangen. Hier, guck mal. Nilfgaard. Ich würde das mal als Anspielung auf Nilfgaard aus Witcher 3 sehen, oder? Die Nilfgaarden kommen. Ja, Ausgang. Wir haben es geschafft. Puh. Gig abgeschlossen. Ach ja, genau, die da hinten wollen ja auch noch was von uns. Ich glaube, die sind zufällig gerade unsere nächste Mission, oder? Ja, komm. Gehen wir gleich von einem Kampf in den nächsten. Oh, oh, die haben den Scharfschützen da oben. Das ist nicht gut. Ich habe nämlich nichts mit Reichweite aktuell. Aber wirklich gar nichts. Als Midgard, ja, an das habe ich auch gedacht, aber da halt, ne, CD Red und so, Vorgängerspiel quasi, lese ich das mal, das Anspielung auf Nilfgaard. Danke, Fallen Crusader, fürs Glas auffüllen. So, jetzt schauen wir mal, ob wir mit denen irgendwie... Das ist ein Roboter. Wenn ich den kurz schließen könnte, wird ihm das extra viel Schaden machen. Aber wir sind einfach ein furchtbar beschissener Hacker. Mit dem Charakter kann ich sowas vergessen. Oh, warte mal. Hat sich der gerade geheilt oder so? Oder ist da noch einer? Ist der zu weit weg? Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Komisch war's. Wow, shit. Was ist denn passiert? Warum sind wir so tot? Okay, der macht echt viel Schaden. Obwohl der so weit weg ist und kaum trifft. Vielleicht sollten wir den Gig hier einfach mal lassen, oder? Aber Gefahrenstufe eigentlich nur Mittel. Also eigentlich sollte das hinhauen. Aber... ich muss jetzt mal ein bisschen weg hier, weil ich nicht speichern kann sonst. Von einem Kampf gleich in den nächsten, das ist eher doof. Hauen wir mal ein bisschen ab. Puh, okay. Passt schon, reicht schon. Ein Wichser weniger in dieser Stadt. Prima. Danke, wie. Auftrag erledigt. Okay. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, wartet mal kurz. Erstens, kurz speichern. So. Jetzt ist alles gut. Außerdem haben wir einen Fähigkeitspunkt bekommen. Ich stecke den mal weiter in unsere Kampfmaschine. Ich bin auch nicht überzeugt von Kampfmaschine, aber ich glaube, die höherleveligen Skills hauen schon rein, ne? Jetzt machen wir Resistenz, haben wir schon mehr. Waffenrückstoß interessiert mich halt ehrlich gesagt nicht.
Dauer von Kampfmaschine erhöhen, ist für die Zukunft wahrscheinlich eine gute Idee. Verdammt, ich wollte den überfahren. Warte mal, das sind ja aber nur Arbeiter eigentlich. Denen würde ich ungern was tun. Vielleicht sollte ich mich da eher reinschleichen. Ich gehe nochmal ganz unauffällig und komme wieder, wenn die vergessen haben, dass ich jemals da war. Bis das Kurzzeitgedächtnis von denen gelöscht ist. Okay. Ah, und schon stürzt das Spiel ab. Gut, dass ich noch gespeichert habe. Genau das ist eben das, diese Spielabstürze. Die sind wirklich lästig. Die einzigen, aber auch nervigen Bugs, die ich wirklich öfter habe bei Cyberpunk. Schade, schade. Natürlich melden wir das. Die haben viel zu tun. Hey, schon alleine durch meine Absturzmeldungen müssen die sich jetzt erstmal wühlen. Und wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der die sendet. Die haben viel zu tun, glaube ich. Hallo, André. Abraxe, dankeschön für die Bits. Yippie. Ja, ich spiele es auf der PS5. So, und jetzt muss ich eben gucken, weil die Abstürze an sich sind ja schon nervig. Dass man die Firmenlogos da nicht überspringen kann, ist super nervig. Und dass ab und zu meine Einstellungen wieder zurückgesetzt werden, ist nochmal die Krönung. Das macht die Abstürze wirklich, zum Glück treten die nicht so oft auf, aber das macht die Abstürze nochmal zum, ne, also wirklich, aber gut, passt alles. Hast du die Nachricht gehört? Welche denn? Vorhin Crusader, danke, das Glas wird gesprengt. Schön. Gar nicht so viel rausgeschwappt. Dankeschön. Welche Nachricht denn, André? Willkommen zurück, Eldon Camillo. Dass Sony Cyberpunk aus dem Store genommen hat. Ja, ja, das habe ich schon mitbekommen. Ich bin wirklich froh, dass ich das noch gekauft habe, weil ich würde mich ehrlich gesagt ärgern. Weil wie gesagt, auf der PlayStation 5 läuft es eigentlich sehr gut. Da kommt wieder die Flaggenschaumkrone aufs Glas von Abraxe. Dankeschön. Ja, im Endeffekt, soweit ich gelesen habe, hatte Sony zusammen mit Cyberpunk entschieden, weil, mit Cyberpunk sage ich schon, mit CD Red, weil das war ja so witzig, also so bekloppt, weil CD Red sagt, ja, sorry, dass das Spiel nicht so gut läuft, ihr könnt das gerne refunden, ihr kriegt euer Geld zurück. Und dann haben die Leute Sony angeschrieben und gesagt, hey, CD Red hat gesagt, wir kriegen das Geld zurück, gib mal her. Und Sony hat gesagt, nö. Geben wir euch nicht zurück. Ihr habt das gekauft. Jetzt wartet mal, im Februar wird das eh gepatcht. Und jetzt hat quasi CD Red mit Sony Kontakt aufgenommen und haben gesagt, ja, nee, irgendwie wäre ein Refund schon cool. Und Sony hat gesagt, nee, wollen wir jetzt nicht so. Und dann haben die sich darauf geeinigt, dass die jetzt das Spiel aus dem Shop nehmen, damit sie einfach keiner mehr kaufen kann. Genau. Damit sich Sony nicht mehr mit den Refunds rumärgern muss, quasi. Genau, und jetzt kriegt man aber auch sein Geld zurück. Hab von einer eindeutigen Cyberpsycho-Attacke gehört. Sogar MaxTech wurde informiert. Aber keiner ist aufgetaucht, weil Militech sich querstellt. Ich nehme an, der Psyche ist einer von ihnen. Würde auf Lieutenant Mower tippen. Wie auch immer, die Konzernerin sollte gleich in Behandlung. Also sorgt dafür, dass sie das Ganze überlebt. Moment, von was reden wir gerade? Von dem da vorne oder dem da oben? Auf jeden Fall gehe ich jetzt nicht dahin. Wir wollten eigentlich zu unserer Hauptmission. Die ist da oben irgendwo. Also gehe ich jetzt in die Richtung weiter, wenn schon. So.
Skandal. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so skandalös. Das ist halt jetzt einfach so blöd gelaufen. Ich finde, ehrlich gesagt, wäre das sehr konsequent und sehr cool, wenn nicht nur Sony, sondern auch alle anderen grundsätzlich Spiele, die nicht funktionieren, aus ihren Shops entfernen würden. Ich glaube, ehrlich gesagt, müsste nach Release aus dem PlayStation Store oder sowas jedes vierte Spiel entfernt werden. Das wäre dann konsequent und das würde dann auch wirklich was helfen. Hier waren's, also hier ist es weniger, dass das Spiel kaputt ist, weil es ist nicht kaputter als viele andere Spiele zu Release, sondern vielmehr die Umstände, die damit verbunden waren. Der Hype, den die auch im Vorfeld generiert haben, CD Red. Ich meine, die sind ja auch selber schuld und so. Die haben ja auch im Grunde falsche Versprechungen gemacht, die es dann einfach nicht mehr ins Spiel geschafft haben und so weiter. Das hat alles zu einer riesigen Shitstorm-Eskalation geführt. Das stimmt, ich habe selber nicht auf der PS4 gespielt, muss ich dazu sagen. Aber ich habe gehört von Leuten, die es auf der PlayStation 4 spielen, dass das schon mit dem Day One Patch sehr viel besser wurde eigentlich und sehr gut spielbar. Aber das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Alarmstufe Rot. Ziel Lieutenant Mower. Bedrohungsstufe kritisch. Ziel zeigt Symptome einer Cyberpsychose. Ergebnis der telefonischen Rücksprache mit dem Arzt negativ. Behandlung unmöglich. Das Ziel befindet sich an den angegebenen Koordinaten, wo es auf die Ankunft von Sanitätern wartet. Plötzlicher Angriff nicht auszuschließen. Warnung, das Ziel ist mit militärischen Kampfimplantaten ausgestattet. Höchste Vorsicht ist geboten. Sobald die Bedrohung neutralisiert wurde, schicken Sie den Bericht über die verschlüsselten Kanäle. Was ist das?